Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Diese Woche zeige ich euch den vermutlich größten verlassenen Ort, den ich bisher jemals besucht habe. Und versteht mich nicht falsch, die Location war wirklich so groß, dass ich trotz Unterstützung nicht alles sehen konnte, obwohl wir zusammen fast 5 Stunden ohne Pause on Tour waren. Kommt nun also mit auf diese lange und vor allem geschichtsträchtige Tour, es gibt viel zu berichten. Möchtet ihr weitere verlassene Orte und ihre Geschichte kennenlernen, dann besucht gerne meinen Kanal. Dort werdet ihr sehr wahrscheinlich etwas Interessantes finden. Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall, genauso wie das Abonnieren. Starten wir nun aber erst einmal in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch die einstige Heeresreitschule Krampnitz. Die Anlage stellte, wie bereits erwähnt, durch ihre schiere Größe ein unerwartetes Problem dar. Wo fängt man an und wie ist der Plan? Alles nicht so einfach. Naja, wir haben dann einen Weg gefunden und uns Stück für Stück von Gebäude zu Gebäude vorgearbeitet. Nach 2-3 Stunden wurde aber klar, alles ist einfach nicht schaffbar, weswegen wir versuchten, das Beste zu suchen und festzuhalten. Das artete dann wirklich in Arbeit aus und rückblickend haben wir mit Sicherheit einiges verpasst, aber sei es drum. Reisen wir nun aber erst einmal mit Hilfe des Ohrschleims zurück in die Vergangenheit und klären mal auf, was hier über diese vielen Jahrzehnte so getrieben wurde. So wie es sich liest, legte das Oberkommando des Heeres in seinem Beschluss von 1935 fest, die Kavallerieschule Hannover als Ausbildungsstätte des Heeres der Wehrmacht abzulösen. Die Gründe dafür sind vor allem die Nähe zum Truppenübungsplatz Döberitz gewesen, welchen es heute leider nicht mehr gibt. Ein weiterer Grund wird vermutlich die Nähe zu Berlin gewesen sein, hinzu kam mit Sicherheit auch die neue Größe und Gestaltung der Anlage. Wir befinden uns nun also offiziell auf der Kavallerie- und Panzertruppenschule Krampnitz. Mit Reitschule hatte das hier alles sehr wenig zu tun, auch wenn es berittene Truppen gab, waren sie eher Prestige und Tradition, ähnlich wie heute. Im Frühjahr 1937 entstand nun also federführend durch Diplom-Ingenieur Robert Kisch als Architekt, der in seinem Leben schon mehrere solche Einrichtungen hat bauen lassen, die hier gezeigte Kasernenanlage.
Thema Größe, damit ihr mal eine Zahl hört, die Einrichtung verfügt über etwa 120 Hektar an Gesamtfläche, also 1,2 Quadratkilometer Land. Dieses Land, was man nun bebaute, war allerdings nicht ungenutzt. Entsprechend tauschte man Ländereien. Gleich 18 Landwirte, Obstzüchter und Fischer bekamen für etwa 25 Hektar 60 Hektar Ersatzland aus dem Staatsbesitz als Entschädigung. Vermutlich ging das Areal 1939 in seinen Dienst über, da ist man sich aber nicht ganz schlüssig, ob es nicht auch erst 1940 losging. Fakt ist aber, dass einige Gebäude schon vorher in den Dienst gingen, man nutzte also, was fertig wurde, sofort, so wie es zumindest scheint. Schon am 1. Oktober 1937 zog die Kavallerieschule hierher und wurde komplett neu aufgestellt. Diese unterstand fortan ab November 1938 dem Chef der schnellen Truppen, Generaloberst Heinz Wilhelm Guderian, General der Panzertruppe im Oberkommando des Heeres, kein unbekannter Charakter. An etlichen heute historischen Feldzügen und Schlachten war er beteiligt, schaut da auf jeden Fall mal in die Infobox, wenn euch das interessieren sollte. Guderian war zuständig für Aufstellung, Ausbildung sowie Technik und Taktik der Kavallerie und der motorisierten Einheiten der Wehrmacht im gesamten Dritten Reich. In der Kaserne wurden in diesen Jahren die Heeresreit- und Fahrschule, die Schule für schnelle Truppen sowie die Panzertruppenschule 2 untergebracht. Es entstanden ein weithin sichtbarer Turm, etliche Kasernengebäude, diverse Übungsplätze, Stabsgebäude, Offizierswohnheime sowie ein Offizierscasino und ein Fähnrichswohnheim. Übrigens, ein Fähnrich ist überliefert einfach ein Fahnenträger. Hier und da ist der Aufgabenbereich heute etwas anders geregelt. Dennoch gibt es diesen Dienstgrad bis heute, wenn ihn auch die meisten eher übergangsweise haben. Mit Voranschreiten des Krieges kam der Feind immer näher, weswegen die Panzertruppenschule 2 im Winter 1944 nach Bergen zur Panzertruppenschule 1 verlegt wurde. Kurz vor Ende des Krieges zog man sämtliche motorisierten Einheiten ab nach Bromberg in Westpreußen. Zurück blieben nur noch berittene Einheiten, welche sich mit ihren etwa 300 Pferden in Gefangenschaft begaben.
Am 27. April 1945 besetzten sowjetische Truppen die nur 6 Jahre alte und zerstörte Anlage. Am Fahlander See war eine Bombertäuschungsanlage installiert worden, weswegen Kramp-Nitz nicht einen Treffer zu vermelden hatte. In der Nachkriegszeit bis weithin in die DDR stationierten sowjetische Streitkräfte bis 1983 hier die 10. Garde Ural-Panzerdivision der GSSD. Diese wurden später nach Magdeburg verlegt, fortan nutzten gleich 4 weitere Einheiten die Kaserne neu, ein Divisionsstab, ein Flugabwehrregiment sowie ein Panzer- und ein Motschützenlehrregiment. Ab dieser Zeit wurde auch wieder fleißig ausgebildet. Ab 1945-46 wurde eine ganze Straßensiedlung im Ort direkt neben der Kaserne, die durch Familien bewohnt war, Stück für Stück geräumt und 1952 durch eine Mauer in den Militärbereich von der Öffentlichkeit getrennt. Die Sowjets rüsteten auch massiv mit Wohnungen auf. Es entstanden ab 1967 erst ein großes Wohnheim, später ab den 70er Jahren weitere Plattenbauten. Insgesamt knapp 350 zusätzliche Wohnungen, ein Einkaufszentrum, ein Heizwerk und eine Zentralwäscherei. Die letzten Plattenbauten entstanden kurz vor dem Mauerfall zwischen 1987 und 1989. Militärisch kamen bis 1959 mehrere Treibstofflager und Kontrollgebäude hinzu. In den 60er Jahren entstanden Wasch-, Tank- und Reparaturanlagen sowie diverse Lehrgebäude und verschiedene Depots. Auf dem Papier sind 127 Gebäude aus dem Originalbestand der Wehrmacht, dem weitere 101 Objekte durch die Sowjets hinzugefügt wurden. Andere Quellen sagen 1992, war Schluss mit der militärischen Nutzung durch die Sowjets. Zum Schluss waren hier rund 6000 Soldaten und weitere 1500 Familienangehörige untergebracht. Die Kaserne ging zurück in Staatsbesitz ans Land Brandenburg. Danach tat sich eher weniger, kein Geld, keine Ideen, dafür aber Filme. Als Kulisse kamen die verschiedenen Gebäude in einigen Filmen zur Verwendung. Zu erwähnen sind hier Resident Evil von 2002, Inglourious Basterds von 2009 oder Monument Man von 2014. Es waren noch einige mehr, aber ich denke, das sollte reichen.
Das Land Brandenburg verkaufte den Kasernenkomplex 2008 für insgesamt 4,1 Millionen Euro an die TG Potsdam Entwicklungsgesellschaft, welche hier auf 75 Hektar über 1600 Wohnungen bauen wollte. Insgesamt entstehen aktuell kasernenübergreifend auf 140 Hektar ca. 4900 neue Wohnungen für über 10.000 Menschen. Die Bauarbeiten sind seit Jahren im vollen Gange und dieses Jahr sollten schon die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Eines der wenigen Beispiele, was man aus solchen Orten machen kann. Aber der Weg dahin ist schwer und teuer. Ein großes Problem stellt auch oft die Kontamination durch verschiedene Gefahrenstoffe dar. Besonders heikel der Austritt von rund 500 Kilogramm Trichlorethen, was einfach im Boden versickert ist. Diese Flüssigkeit ist stark krebserregend, somit also besonders schädlich und giftig. Die Beseitigung solcher Hinterlassenschaften schreckt viele Investoren regelmäßig ab und treibt Preise zusätzlich in die Höhe. Dennoch hat man sich hier nicht abschrecken lassen und zieht bisher eisern durch. Mein Fazit zu dieser Örtlichkeit: Selten habe ich eine so große Kaserne gesehen, eine Einrichtung, die man an einem Tag kaum schaffen kann. Insgesamt gab es aber nicht so viel zu sehen wie gedacht, der Teufel steckte wirklich im Detail und man musste die alten Hinterlassenschaften echt suchen. Sicherlich konnten wir nicht alles sehen und wir haben auch das eine oder andere verpasst. Für ein Video und tolle Bilder hatte es dennoch gereicht, denn so wie sie hier zu sehen ist, ist sie nicht mehr die einstige Kavallerie- und Panzertruppenschule Kramnitz.
Ich verabschiede mich jetzt von euch und von dieser Folge wie üblich mit einigen Bildern. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall mal auf meinen Kanal für viele weitere spannende Folgen zum Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis bald und ciao.